Ich grüße euch, meine Freunde. Hört einmal, was ich euch heute mitteile. Du fühlst dich müde und schlapp? Die letzten Tage und Wochen waren anstrengend und sehr belastend für dich. Doch du kannst wieder Kraft und neue Energie schöpfen, aber auch erfahren, was du vermeiden solltest. Im ersten Teil heute für die Sternzeichen Widder bis Jungfrau gebe ich euch gesundheitliche Tipps. Wir beginnen wieder mit dem Widder. Der Widder hat immer Druck und keine Zeit. Essen tut er nebenbei und das Handy ist immer auf Empfang geschaltet. Wenn es nicht klingelt und nicht simst, dann spielt er seine Spiele. Der Widder schaltet nicht ab und so melden sich alte Beschwerden, wie Migräne oder andere Wehwehchen. Widdergeborene sollten sich des Öfteren eine Pause gönnen. Das gibt ihm neuen Schwung und Energie. Nun der Stier. Er hatte sich im Sommer überreden lassen, mehrere Grillfeste zu veranstalten. Vielleicht hat er einen größeren Garten oder eine Terrasse. Und warum denn auch nicht? War ja auch wunderbar, diese traumhafte Geselligkeit. Doch nun beklagt er sich, dass er zu viele Funde auf der Hüfte hat. Und das gefällt ihm überhaupt nicht. Mit einem zusätzlichen Bewegungsprogramm kommst du selbst zur Selbstheilung und zu neuer Stärke. Dann fühlst du dich wieder fit und gesund. Die Zwillinge fühlen sich überfordert und unzufrieden. Alle chronischen Leiden melden sich wieder. Es fehlt ihnen an Selbstvertrauen, wieder zu alten Kräften zu kommen. Geh hinaus in die Natur und bewege dich. Suche und finde deine eigene Energie und befreie dich von deinen Sorgen. Du kannst sie besiegen, sodass du in Selbstheilung zu neuen Stärken findest. Jetzt der Krebs. Er hat zuletzt so allerhand runterschlucken müssen, was er verdrängt oder sogar auch nicht wahrhaben und wahrgenommen hat. Doch nun meldet sich sein Magen krank und es bleibt nicht aus, dass Zorn und Wut sich bei ihm gemeldet hatten. Das musst du verhindern, indem du gelassener sein solltest. Du hast deine inneren Stärken. Besinne dich darauf und glaube daran. Kuriere deinen Magen aus, indem du dein Essen etwas auf Schonkost umstellst und beruhigende Kräutertees trinken solltest. Dein Magen wird es dir danken. Die Löwegeborenen. Sie waren in diesem Sommer auf der Sonnenseite. Sie hetzten mit Freuden von Party zu Party und haben nicht bemerkt, wie sie sich selbst strapazierten. Und nun? Jetzt sind sie kaputt und ausgelaugt. Kreislauf und das Herz melden ihre Beschwerden an. Gönn dir eine große Pause. Sammle mit Selbstvertrauen deine eigenen Kräfte. So erreichst du wieder mit Wohlwollen deine herrliche Hochform. Und das macht dich gesund. Das ist deine eigene Medizin. Das nächste Sternzeichen ist die Jungfrau. Sie hat keine angenehme Zeit hinter sich, denn der rückläufige Merkur hatte ihr sehr zugesetzt. Ängste und Gesundheitssorgen waren stetige Begleiter. Doch die Sonne nimmt den Jungfraugeborenen die Sorgen um ihre Gesundheit,
die sie krank gemacht hatte. Du kommst zu neuer Kraft, die dich aus deinem Tief holt. Glaube an deine Stärken und Fähigkeiten. Dann verschwinden auch deine Ängste. Die letzten Ängste. Weg sind sie dann. So, meine Lieben, das war der erste Teil. Und morgen im zweiten Teil erfahren die Sternzeichen Waage bis Fische, wie es um ihre Gesundheit steht. Also bis morgen, meine Lieben. Eure Diria.